Die heilige Messe feiern wir für alle Leidenden und Trauernden in Zuversicht und Hoffnung. Wir singen die Nummer 142. Zu dir, O Gott, ergeben wir die Seele mit Vertrauen. Dein Volk erfreut sich in dir, wollst nicht wieder schauen. Dafür ist dieser Tag besonders bekannt. Und die Farbe hat sich verändert,
Und jetzt haben wir Violett als Zeichen, das wir sogar vom Begräbnis kennen. Also es ist diese Zeit des Vorbereitetseins, des sich auf Gott ausrichtens. Und wir haben heute ein besonderes Zeichen. Jetzt brauche ich ja mit. Ich habe es ja vorher gesagt, wir haben es auch erst ausgedacht. So. Heute ist das besondere Zeichen die Asche. Und ja, man denkt, dass wir nochmal so einige, also ein bisschen deutlich nochmal gehen oder mal einige hinein riechen lassen oder mal den Finger hinein tun. Die Kinder haben das auch ganz spannend gefunden. So. Weil glücklicherweise haben wir so viel von der Asche, weil wir haben sie zur Corona-Zeit in großen Mengen vorbereitet. Vielleicht auch mal hineinriechen oder hineinfassen und schauen. Ja. Es ist eine ganz feine Asche. Ja. Die Meser wissen eh, wie das sich anfühlt. Genau. Wir machen ein Stück nach hinten. Sollen wir ausprobieren, ja? Ja, mal hineinriechen oder den Finger hineintun, um mal zu schauen. Ja. Also die Asche ist heute unser ganz besonderes Zeichen. Sie wird ja gemacht aus den Palmzweigen vom letzten Jahr. Deswegen ist es eine besonders feine Asche. Ja, sie erinnert uns auch, wird uns hier immer auf. Nicht? Also die meisten haben ja zum Beispiel hinter dem Kreuz noch eben einen Palmbuschen. Manche haben noch in einer Vase stehen. Und ja, wenn man die verbrennt sozusagen, dann entsteht diese besonders feine Asche. Und die erinnert uns eben daran, dass wir also nicht mehr beschmiedet sein sollen, sondern dass jetzt die neue Aufgabe ist, neue Richtung einzulegen. Dass es nicht darum gehen soll, ob ich nach außen hin besonders schön bin. Deswegen wird das ja mit einem Kreuzzeichen sozusagen, bekommen wir die Asche mitten ins Gesicht gestreut oder geschmiert, kann man schon fast sagen. Das ist ein Zeichen sozusagen, sich ganz bewusst nicht schön zu machen, sondern damit deutlich zu machen, jetzt will ich mich auf das konzentrieren, was im Inneren ist, was im Inneren wichtig ist. Dass Körper und Geist innerlich erneuert und gesund werden. Dafür ist dieses Zeichen. Vielleicht wäre es auch noch gut zu fragen, was wird denn in dem Moment gesagt, wo wir dieses Zeichen des Kreuzes, unser Hoffnungszeichen, mit der Asche ins Gesicht gezeichnet wird. Manchmal hat man auch Asche aufs Haupt geleert, also das auch deutlich gemacht wird auf die Frisur. Da geht es nicht um die besonders schön ist, sondern es geht darum, dass wir innen schön sind. Was wird uns dazu gesagt? Was das sein wird? Genau. Bedenke, oh Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehrst. Es ist nicht so sehr eine Drohung, dass du bald zu Staub zerfallen wirst, sondern es ist eine Ermutigung, jeden Tag zu nutzen und zu genießen, das Leben und Gottes Gegenwart zu spüren, wo wir das eben können, wo uns Gott dieses Leben schenkt. Und ich denke, das ist einfach soll eine Ermutigung sein für diese Zeit. Eine Ermutigung, das ein oder andere wegzulassen, eine Ermutigung, das ein oder andere mehr zu tun. Wir hören ja noch in der Predigt, aber jetzt geht es schon darum, uns dies bewusst zu machen. Wir sollen jeden Tag unser Leben nutzen und genießen, wo wir eben die Welt noch ein bisschen schöner und liebevoller machen können. Dankeschön. Und jetzt wollen wir die Asche feierlich sehen. So lasset uns beten. Barmherziger Gott, du bist dem Demütigen nahe und lässt dich durch Buße versöhnen. Neige dein Ohr unseren Bitten und segne alle, die gekommen sind, um das Aschenkreuz zu empfangen. Segne die Asche, die uns an deine Gegenwart erinnert. Hilf uns, die 40 Tage der Buße in gerechter Gesinnung zu begehen, damit wir das heilige Osterfest mit geläuterten Herzen feiern. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehrst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehrst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehrst. Thank you.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Joel. Spruch des Herrn. Kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld, und es reut ihm das Unheil. Wer weiß, vielleicht kehrt er um und es reut ihn und er lässt Segen zurück, sodass ihr Speise und Trank komfortabel bringen könnt für den Herrn, euren Gott. Auf den Sion stoßt ihn das Horn, ordnet ein heiliges Fasten an, ruft einen Gottesdienst aus. Das sammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, das sammelt die Alten, holt die Kinder zusammen, auch die Säuglinge. Der Bräutigam verlasse seine Kammer und die Braut ihr Gemach. Zwischen Vorhalle und Altar sollen die Priester klagen, die Diener des Herrn sollen sprechen. Hab Mitleid, Herr, mit deinem Volk und überlass dein Erbe nicht der Schande, damit die Völker nicht über uns spotten. Warum soll man bei den Völkern sagen, wo ist denn ihr Gott? Da erwachte im Herrn die Leidenschaft für sein Land und er hatte Erbarmen mit seinem Volk. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Erbarme dich unser, o Herr, denn wir haben gesündigt. Erbarme dich unser, o Herr, denn wir haben gesündigt. Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld. Tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen. Wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. Erbarme dich unser, o Herr, denn wir haben gesündigt. Denn ich erkenne meine bösen Taten. Meine Sünde steht mir immer vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich habe getan, was böse ist in deinen Augen. Erbarme dich, unser Herr, denn wir haben gesündigt. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und einen festen Geist erneuere in meinem Innern. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Deinen Heiligen Geist nimm nicht von mir. Gib mir wieder die Freude deines Heiles, rüste mich auf mit dem Geist der Großmut. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde. Lob dir, Christus, König und sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, posaune es nicht vor dir her, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst,
soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen bleibt und dein Vater, der auf das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auf das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Evangelium. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Liebe Gemeinde, Schwestern und Brüder im Herrn, liebe Mitfeinde über das Internet, ja, am gestrigen Faschingsdienstag hat es vielen Freude gemacht, in eine andere Rolle zu schlüpfen, miteinander Spaß und Freude zu haben, auf die närrische Zeit anzustoßen. Es war schön, wie so viele miteinander gefeiert haben. Heuer haben wir besonders gemerkt, was diese Zeit schon vor Jahrhunderten ausgedrückt haben, hat, eben, dass man froh ist, dass der Winter vorbei ist, dass oder gegen Ende schon zu einem Ende bald kommen wird, dass das Wetter wärmer, freundlicher und heller wird. Und in großer Zahl haben wir die Freude mit unserer Gemeinschaft geteilt und viele haben sich Gedanken gemacht, wie man den anderen fröhlich macht und zum Lachen bringt. Mit dem Aschermittwoch ergibt sich eine wichtige Änderung. Wahrscheinlich würde die närrische Zeit gar nicht funktionieren, wenn es danach nicht noch eine andere Zeit gäbe. Ist jetzt das Lachen und die Freude vorbei? Sicher nicht. Die Fastenzeit, diese 40 Tage der Vorbereitung auf Ostern, soll uns helfen, klarer, freier und gottverbundener zu leben. Wir sollen uns neu auf Gottes Weg begeben, den er mit uns geht, auf Dinge zu verzichten, die uns das erschweren, weil sie uns ablenken, oder zum Beispiel beim Essen so vollstopfen, dass wir müde und träge werden. Es hilft uns dabei, klarer im Körper und Geist zu werden. Traditionell verzichten viele auf Süßigkeiten, auf Alkohol, auf Fleisch, andere auf die Handynutzung mit so vielen unnötigen Videos und Nachrichten. Jeder muss dabei selbst herausfinden, was besonders hilfreich und gesund ist. Lieber nehme ich mir wenig vor, aber schaffe es dann, diesen Fastenvorsatz zu halten, als ich nehme ganz viel vor und dann scheitere ich dabei. Manche nehmen sich vielleicht viel vor und schaffen das auch, aber werden dabei vielleicht ganz missmutig oder schlecht gelaunt und schauen finster. Und deswegen war es spannend, dass wir schon am Nachmittag mit den Kindern und den Senioren bei der Aschenfeier eine einfache Übersetzung des heutigen Evangeliums gehört haben. Da stand unter der Überschrift: Wenn die Menschen Gutes tun, braucht es nur Gott zu wissen. Und weiter: Wenn ihr betet und fastet, sollt ihr gute Laune haben. Und Gott wird euch dafür danken. Es sagt uns Jesus also in diesem Evangelium, dass wir umso mehr in dieser Fastenzeit auch lächeln und freudig sein sollen, sodass außer uns selbst nur Gott bemerkt, dass wir unseren Vorsatz, den wir gemacht haben, einhalten. Wobei, manchmal hilft es vielleicht auch, sich als Ehepaar, als Familie, als Freundeskreis gegenseitig zu stützen und zu ermutigen, anzusparen. Jesus meint: Trag dein Fastenopfer nicht vor dir her, damit dich andere bewundern. Das wäre eine falsche Motivation. In der Vorbereitung auf die heutige Predigt habe ich immer wieder ein Bild vor Augen gehabt und vielleicht vor allem ein Lied im Hinterkopf.
Denn ich habe als Kind ja in der Staatsoper in Wien singen dürfen, eben auch bei Baiazzo von Leon Cavallo mitgespielt und gesungen, und ich kann mich eben so besonders gut erinnern, wie es da geheißen hat. Da hat Placido Domingo mit seiner durchdringenden Stimme gesungen: Ridi Baiazzo, also lache Baiazzo, und jeder applaudiert, verwandle in Witze die Schmerzen und die Tränen, lache Baiazzo über die zerbrochene Liebe. Wir wissen ja, er war irgendwie ein Gebrochener, weil er eben betrogen wurde und nicht gewusst hat, wie soll ich damit umgehen. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich eben immer wieder darüber nachgedacht habe, wie das wohl wirklich für einen Clown sein muss. Vielleicht auch für jemanden, der im Theater oder in der Oper spielt und gerade eine ganz traurige Zeit durchmacht, die man verloren hat. Also ja, vielleicht eine existenzielle Not hat, krank ist. Wie soll der trotzdem lachen und Scherze machen? Und ich denke, das hat mich dann doch bewegt, eben darüber nachzudenken, dass das halt wahrscheinlich vielfach unsere Aufgabe auch ist, vielleicht nicht immer den anderen gleich merken zu lassen, was es mir schwer macht in meinem Leben. Vielleicht auch ein bisschen genauer auszusuchen und zu schauen, wen nehme ich da mit, wem erzähle ich auch von meiner seelischen Not. Und dass es vielleicht manchmal eben auch unsere Aufgabe ist, für die, die es eh schon schwer haben, lieber der zu sein oder die zu sein, die fröhlich, die gut gelaunt ist. Die Oma für die Enkelkinder, denkt man, die Lehrerin, der Lehrer in der Schule, im Kindergarten. Da ist es auch unsere Aufgabe, ja, gute Stimmung zu machen, selbst wenn es vielleicht im Moment gar nicht so gut geht. Vielleicht ist es unsere Aufgabe, ich weiß nicht, wenn wir irgendwo im Verkauf sind, dem anderen Freude zu machen und ihn nicht gleich merken zu lassen, dass es mir im Moment gerade nicht so gut geht. Wenn ich jemanden aufbauen soll, dann muss ich vielleicht manchmal zurückstecken, wie es mir gerade geht. Und andererseits gibt es aber wieder die Momente, wo es gut ist, dass wir eben miteinander auch unsere schweren Momente teilen, unsere Sorgen, unsere Nöte, weil wenn wir sie gemeinsam tragen, dann können wir sie, dann ist es auch leichter, sie zu tragen. So ist diese Fastenzeit eben eine Zeit, in der wir lernen sollen, auch immer wieder zu lächeln, freudig zu sein, Freude weiterzugeben, Liebe weiterzugeben, aber vielleicht auch nochmal neu nachzuspüren, sozusagen, wo möchte ich gestärkt, geheilt werden. Auch das gehört vielleicht zu dieser Vorbereitung auf Ostern dazu. Im Baiazzo heißt es dann, am Ende singt das der Clown oder sagt das der Clown, nachdem er den Rivalen und die Frau getötet hat, La Commedia Infinita. Es erinnert mich an den Karfreitag, denn an dem gibt es tatsächlich nichts zu lachen. Der Tod Jesu sei ein Opfer für uns. Aber das Wichtige ist, dass wir wissen, dieses Opfer ist nicht das Ende, dieser schwere Moment, dieses Traurigsein darüber ist nicht das Ende, sondern wir wissen eben schon, dass Christus uns wieder zur Auferstehung und zu einem noch viel größeren Lachen, einer tieferen, einer ehrlichen Freude führt. Und dann ist natürlich noch die Frage, was kommt danach? Jetzt haben wir uns viel vorgenommen, haben uns ausgerichtet, haben hoffentlich ein bisschen mehr gebetet, ein bisschen mehr in der Bibel gelesen, waren besonders freundlich zu den anderen. Und dann nach Ostern machen wir wieder so weiter wie vorher. Eigentlich ist die Bitte oder der Sinn dieser Fastenzeit, uns eben so langfristig auch auszurichten, eben es langfristig auch zu schaffen, ein Stückchen mehr liebevoller und himmlisch zu leben. Klar, in der Fastenzeit gibt es Ausnahmen. Der Sonntag ist eine Ausnahme, sonst wären es ja deutlich mehr, ja über 47 Tage, die diese Zeit hat. Der Sonntag, den nehmen wir aus. Aber nicht zu einem Fastenbrechen, dass wir es uns dann besonders extrem gut gehen lassen und sozusagen alles, was wir in der Woche sozusagen im Guten getan haben, wieder über den Haufen schmeißen. Nein, auch da gilt es sicher, das gute Maß zu finden.
Und wir werden merken, indem wir so im Ganzen dieses gute Maß leben, lebt sich es eben noch ein Stück glücklicher. Ach, und ein letztes noch, heute ist ja Valentinstag. Und man könnte vielleicht sagen, der Valentinstag und das Fasten beginnen, das passt doch gar nicht zusammen. Ich finde, es passt gut zusammen. Denn alles, was wir tun mit unserem Fasten, mit dieser Zeit der 40 Tage, es soll uns helfen, mehr, inniger, ja, mit ganzer Seele, ganzem Herzen zu lieben und damit Himmelreich auf Erden zu schaffen. Amen. Wollen wir uns an diesem Abend ganz besonders an den Herrn mit unseren Fürbitten wenden. Getreuer Gott, am Beginn der 40 Tage rufen wir zu dir, rufen wir zu Jesus Christus. Du kennst die Herzen deiner Gläubigen. Hilf allen, sich neu und bewusst an dir zu orientieren. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Du bist die menschgewordene Liebe des Vaters. Hilf allen, die besondere Verantwortung in den Religionen tragen, für ein Miteinander in Gerechtigkeit und Frieden einzutreten. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Du bist der Herr, gestern, heute und in Ewigkeit. Beten wir in den Anliegen, die wir heute besonders in diesem Gottesdienst mitbringen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Du schenkst ewiges Leben. Führe unsere Verstorbenen in die Gemeinschaft mit dir, die kein Ende kennt. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Dir sei Lob und Ehre mit dem Vater, dem Heiligen Geist, heute und in Ewigkeit. Amen. Was uns die Erde Gutes spendet, was unsere Hände weiß und nach, was wir bekommen und vollenden. Herr unser Gott, zu Beginn der heiligen 40 Tage bringen wir dieses Opfer dar und bitten dich, hilf uns umzukehren und Taten der Buße und der Liebe zu vollbringen, damit wir unseren bösen Neigungen nicht nachgeben. Reinige uns von Sünden und mach uns fähig, das Gedächtnis des Leidens unseres Herrn Jesus Christus mit ganzer Hingabe zu begehen, damit wir leben und herrschen in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben es gedankt, Herr. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, mächtiger Vater, zu danken und dich in dieser Zeit der Buße durch Entsagung zu ehren. Die Entsagung mindert in uns die Selbstsucht und öffnet unser Herz für die Armen. Denn deine Barmherzigkeit drängt uns, das Brot mit ihnen zu teilen, in der Liebe deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir deine Größe und singen.
das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt,
Das ist die Nummer 435. 435. Herr, ich bin da.
barmherziger Gott, stärke uns durch dieses heilige Mahl, damit wir fasten können, wie es dir gefällt, und durch die Feier dieser Tage Heiligung finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. So knien wir am Ende zum Segensgebet nieder. Allmächtiger Gott, gewähre deinen Dienern, die zu dir rufen, deinen Schutz und deine Gnade. Schenke uns die Gesundheit des Leibes und das Heil der Seele. Gib uns herzliche Liebe zueinander und die ständige Bereitschaft, dir zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab. Und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, Herr.